Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video aus der Reihe Angststörung. Diesmal geht es um die generalisierte Angststörung. Was ist das denn jetzt? Die generalisierte Angststörung. Dabei leiden die Betroffenen unter exzessiven Sorgen, die sich auf verschiedene Lebensbereiche beziehen. Die Angst ist, ich habe das häufiger so gelesen, ich finde das sehr nett, frei flottierend. Also irgendwie ist Angst immer da, die schwimmt da rum und wann immer es was gibt, worüber ich mir Sorgen bereiten kann, dann dockt die Angst da an und ja, nimmt sich da ihren Raum. Die Sorgen werden als nicht kontrollierbar erlebt und nach dem DSM-4, das ist neben dem ICD-10 eines der, ich sag mal, eines der Bücher oder eines der Werke, wo man nachgucken kann, welche Diagnose kommt jetzt in Frage, müssen mindestens drei der folgenden Symptome vorliegen: Ruhelosigkeit, leichte Ermüdbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhte Reizbarkeit, Muskelverspannung oder erhöhte Reizbarkeit gleich zweimal. Okay. Die Sorgen und Ängste führen zu subjektivem Leiden oder zu einer deutlichen Beeinträchtigung, wie zum Beispiel dem Ablehnen einer Beförderung aus Angst vor Verantwortung, Verzicht auf eine Familie, weil den Kindern etwas passieren könnte, Vermeiden von Ausflügen, weil man einen Unfall haben könnte und so weiter. Also im Grunde genommen, die Sorgen führen dazu, dass ich mich in meinem Leben deutlich einschränke. Die Sorgen bestehen seit mindestens einem halben Jahr. Menschen, die diese Angststörung haben, naja, die kommen meistens nach vielen, vielen Jahren erst in die Therapie. Und nach ICD-10 darf keine phobische Störung, Panikstörung, hypochondrische Störung oder Zwangsstörung vorliegen. Ich habe das nochmal erwähnt, weil ich das interessant fand und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, warum das nicht zusammengehen soll. Aber sei es drum. Ich finde, ein Hund kann auch Zecken und Flöhe gleichzeitig haben. Nee, wie sagt man? Flöhe und... was kann der Hund gemeinsam haben? Naja. Also ich finde, man kann auch zum Beispiel eine Panikstörung und eine generalisierte Angststörung gleichzeitig haben. Aber naja, gut. Wir haben jetzt hier mal ein Fallbeispiel. Frau B. arbeitet bei der Post. Seit 5 Monaten ist sie krankgeschrieben. Sie hat die Sorge nicht mehr ausgehalten, dass sie einen wichtigen Brief oder ein wertvolles Paket verlieren könnte. Nun hat sie große Angst, ihren Job zu verlieren und dann möglicherweise die Raten für das Haus nicht mehr begleichen zu können. Ihr Ehemann hat einen gut bezahlten Job als Informatiker und eigentlich ist für die Familie damit finanziell gesorgt. Frau B. fürchtet aber, er könnte durch den zusätzlichen Druck psychisch erkranken oder einen Herzinfarkt bekommen. Frau B. hat auch das Gefühl, dass die 17-jährige Tochter sehr darunter leidet, dass es ihr nicht gut gehe. Sie fürchtet, die Tochter könne sich nicht mehr auf die Schule konzentrieren und ihren Abschluss nicht erreichen. Sie grübelt die meiste Zeit des Tages. Sie hat das Gefühl, die drängenden Gedanken überhaupt nicht abstellen zu können. Also an der Stelle haben wir schon mal Sorgen über den Bereich Arbeit, über den Bereich Familie. Das ist schon mal sehr, sehr deutlich. Und auch den Bereich Finanzen da auch. Gedanken sind nicht kontrollierbar gefühlt. Frau B. kommt gar nicht mehr zur Ruhe und könnte nicht mehr einschlafen. Sie könne sich auch nicht mehr konzentrieren und sei schnell erschöpft. Daher fürchte sie, dass sie einen schweren Unfall auslösen könnte, wenn sie mit dem Auto unterwegs ist. Also auch da wieder einen zusätzlichen Sorgenbereich. Sowohl ihren Mann als auch ihre Tochter frage sie häufig, ob bei ihnen alles in Ordnung sei, beziehungsweise ob sie sich wohl fühlten. Da haben wir nur so eine Rückversicherung drin. Die beiden reagieren oft verständnisvoll, manchmal sind sie aber auch genervt von den Fragen. Frau B. reagiert darauf schnell gereizt, was ihr noch mehr Sorgen bereitet, ihre Familie verlieren zu können. Sie ist dann manchmal so verzweifelt, dass sie nicht mehr aufhören könne zu weinen. Dann fürchte sie, sie könnte die Kontrolle verlieren und sich vielleicht etwas antun. Der Ehemann habe sie nun ermutigt, eine Therapie zu machen. Sie werte dies als Zeichen, dass er es bald nicht mehr mit ihr aushalte. Einen Auslöser für ihre Sorgen kenne sie nicht. Sie sei immer eher ängstlich gewesen. Das Grübeln hat mit Geburt der Tochter stark zugenommen. So, das dazu. Hier könnte man noch ein bisschen darauf hinweisen, die Körpererschöpfung könnte man, naja, okay. So, wie häufig ist denn das eigentlich mit der generalisierten Angststörung? Im Buch
auch eine sehr große Schwankungsbreite. Das kommt so ein bisschen darauf an, welche Studien man sich anschaut. 0,8 bis 5,1% beziehungsweise 4% bis 7%. Also 5% würde heißen, jeder 20. bekommt das mal. Bei Frauen ist das etwas häufiger, wobei es dafür sehr unterschiedliche Befunde gibt. Ich habe tatsächlich so in meiner Erinnerung hauptsächlich Frauen mit einer generalisierten Angststörung gesehen. Die meisten Erkrankten finden sich in mittleren und höheren Altersgruppen. Das ist anders als bei anderen Angststörungen, wo es ja eher im jüngeren Alter schon passiert, bei der sozialen Phobie ja sogar häufig in Kindheit und Jugend. Verlauf häufig ein Jahrzehnt oder länger, meist erst spät in Behandlung. Ja, also dieses Erkennen, das ist jetzt eine wirkliche psychische Störung, ist halt nicht so leicht. Es sind ja im Grunde genommen nur Sorgen, das hat doch jeder Mensch. Und im Internet folgende Zahl, 5% mindestens einmal im Leben. Da stand auch, Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. So, wie entsteht denn eine generalisierte Angststörung? Welche Ideen gibt es denn so dazu? Bei der generalisierten Angststörung wird typischerweise die Entstehung und die Aufrechterhaltung der Störung unterschieden. Es wird von einem Zusammenspiel. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, da läuft noch ein Video. So, jetzt könnte ich mir große Sorgen machen, wie das jetzt wirkt. Genau, es wird von einem Zusammenspiel von biologischen und psychologischen Faktoren ausgegangen. Also Entstehungsfaktoren, einmal die biologischen Faktoren, die biologische Verletzlichkeit kann man auch sagen. Es gibt einen hohen genetischen Einfluss bei der Entstehung der generalisierten Angststörung. Das ist sicher nicht vollständig vererbbar, bitte, das darf man nie so verstehen. Aber wenn zum Beispiel die Mutter eine generalisierte Angststörung hat, ist es auch wahrscheinlich, dass das wahrscheinlich her, dass das Kind die bekommt, selbst wenn es nicht bei der Mutter aufwächst. Auch bei den Neurotransmittern gibt es Besonderheiten. Ich bitte da um Entschuldigung, dass ich darauf mal wieder nicht näher eingehe. Das finde ich immer so ein bisschen langweilig. Interessant ist ein Befund über das zentrale autonome Netzwerk, welches die Anpassung der Herzrate steuert. Das fand ich wirklich interessant. Bei Menschen mit der generalisierten Angststörung ist dieses System nämlich unzureichend gehemmt. Das heißt, dass die Patienten den Gefahrenmodus nie ganz verlassen. Sie sind also ständig wachsam. Signale, die Furcht auslösen und Signale, die keine Furcht auslösen, werden nicht mehr so auseinandergehalten. Also Menschen mit der Angststörung hier sind permanent in diesem Gefahrenmodus, also sowieso ständig besorgt. Und im Grunde genommen ist die Aufmerksamkeit ständig dann auf Gefahrensignale hin ausgerichtet. Dann gibt es die psychologische Verletzlichkeit, zum Beispiel, dass Eltern als Modelle vermitteln, wie gefährlich die Welt ist. Wenn der Vater total überbesorgt ist und immer betont, darauf musst du achten, darauf musst du achten, dann entwickle ich natürlich auch so einen gewissen Blick dafür, dass überall Gefahren lauern können und bin ständig besorgt. Das unsicher ambivalente Bindungsmuster scheint hier auch wieder eine Rolle zu spielen. Das war schon, ich glaube, bei der sozialen Phobie oder irgendwo war das sicher schon genannt. Es gibt so Bindungsstile, die ziemlich früh im Leben erworben werden. Und dieses unsicher ambivalente Bindungsmuster kann so ein bisschen mit der generalisierten Angststörung in Verbindung gebracht werden. Wenn es Erfahrung von mangelnder Kontrolle und von Unvorhersehbarkeit von Ereignissen gibt, wenn man also immer wieder Dinge erlebt, die einen überrascht haben, die einen aus der Bahn geworfen haben, die einen völlig überrumpelt haben, auch das wäre etwas, was die generalisierte Angststörung eher fördern würde. Und interessant ist auch, dass unklare Situationen eher als bedrohlich und wenig kontrollierbar eingeschätzt werden. Das kann natürlich durch frühe Erfahrungen erklärt werden, oder wir hatten ja diese biologische Geschichte da im Vorhinein. Das ist hier auch nochmal genannt. Unsicherheit wird nur schwer ausgehalten. Man kann das kaum ertragen. Um damit besser klarzukommen, werden Sorgen eingesetzt. Sorgen sind sozusagen die Vorbereitung auf die Unsicherheit, dass man sagt, wenn ich mir da immer viele Sorgen mache, dann bin ich auch auf den größten Schrecken vorbereitet. Ne, wenn ich mir zum Beispiel diese Prepper vorstelle, ich weiß nicht, ob man die kennt, das sind die, die sich auf den Dritten Weltkrieg, auf die Zombie-Apokalypse, auf
riesige Bioanschläge oder auch den Ausbruch von Seuchen vorbereiten, die sich dann riesige Keller ausbauen, Bunker bauen, Nahrungsmittel horten, Wasservorräte anlegen und so weiter. Die sorgen sich wahrscheinlich genau über solche zukünftigen Katastrophen und dementsprechend durch die Sorgen bereiten die sich vor. Also da steckt natürlich auch eine gewisse Logik dahinter. Wenn ich mich ständig sorge, bin ich auf die meisten Sachen einfach gut vorbereitet. Ne? Also es gibt positive Annahmen über die Sorgen. Die Sorgen helfen mir. Wer das Video über Grübeln übrigens angeschaut hat, über die Entstehung von Grübeln, wird das hier da ziemlich genauso wiederfinden. Aber eher Richtung Grübeln und nicht Richtung Sorgen. Interessant ist auch, dass das abstrakte gedankliche Sorgen die emotionale Auseinandersetzung mit den Ängsten vermeidet. Das heißt, wenn ich viel sorge, dann bin ich in Gedanken eher in so einer, Textebene, kann man so sagen. Ja, ach, was könnte passieren, wenn? Da sind nicht so lebendige Bilder. Und dementsprechend, wenn ich sorge, habe ich eher so eine leichte, ja, eher so eine Unsicherheit und keine wirkliche Angst. Eine Angst entsteht gar nicht so richtig. Ja, das ist immer so ein bisschen drunter, dadurch, dass ich ständig sorge. Man kann sagen, wenn eine Verletzlichkeit besteht, entsteht noch keine Erkrankung. Da muss noch erstmal ein Auslöser stattfinden. Und ein Auslöser, das könnte alles Mögliche sein. Eine klare Auslöser gibt es gerade für die generalisierte Angststörung nicht. Grundsätzlich aber belastende Lebensereignisse, zum Beispiel in Beruf, Familie, es können Lebensänderungen sein, es kann Überforderung einfach stattfinden. Und die Störung beginnt auch meistens eher schleichend. Die Sorgen werden Jahr für Jahr immer mehr. Es gibt dann häufiger Sorgen, weil ich zum Beispiel die Aufmerksamkeit zunehmend auf bedrohliche Reize richte, dadurch, dass ich unklare Situationen eher bedrohlich bewerte, die ich auch nicht bedrohlich bewerten könnte. Es gibt Schwierigkeiten, Unsicherheit auszuhalten, dann suche ich natürlich nach Sicherheit, zum Beispiel in dem Sorgen. Sorgen werden als Weg zur Sicherheit betrachtet. Und es gibt leider auch häufig, dass man wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, nicht glaubt, dass man selber Probleme lösen kann. Und das hält einen ja eher in so einer inaktiven Sorgenrolle, als dass man wirklich sagt, ich versuche jetzt mal, das Ganze zu gestalten und zu ändern, was mich belastet. Das wäre sozusagen an der Stelle zu Verletzlichkeit und Auslöser. Jetzt habe ich diese blöde generalisierte Angststörung. Warum geht die nicht weg? Dann sind wir in der Aufrechterhaltung. Dann gibt es zum einen diese schöne negative Verstärkung der Sorgen. Negative Verstärkung spielt bei allen Angststörungen eine Rolle. Heißt kurz gefasst, ich mache etwas, dann fällt etwas Negatives weg und dann bin ich erleichtert und deswegen mache ich das häufiger. Bei den spezifischen Phobien zum Beispiel, ich sehe einen Hund, der macht mir Angst, dann gehe ich weg und dadurch, dass ich weggehe, fällt die Angst und das ist für mich eine Belohnung und dann mache ich das immer wieder so. Das ist die negative Verstärkung. Sorgen sind sehr abstrakt. Es sind also keine wirklichen Bilder im Kopf und führen dazu, dass keine größere, unangenehme körperliche Erregung eintritt. Im Grunde genommen ist da zwar ständig irgendwie eine Anspannung, aber keine richtig hohe. Ja, also durch das Sorgen bleibt es alles im Abstrakten und ich kriege kein starkes Herzklopfen und so weiter. Diese Studie, die da in meinem Büchlein erwähnt wurde, die fand ich auch ganz spannend. Da gab es zwei Gruppen und die sollten eine Rede halten. Entweder sollten sie vor der Rede sich ordentlich Sorgen machen, was da alles schief gehen könnte, oder sie sollten entspannen. Und interessanterweise war in der Entspannungsgruppe vor der Rede eine deutliche Erhöhung der Herzrate feststellbar. Bei der Sorgengruppe eher nicht. Also das ständige Sorgen hat dazu geführt, dass der Körper nicht so hochgefahren ist. Obwohl es klare Nachteile gibt, zum Beispiel, dass die Aufmerksamkeit eigentlich immer auf den Gefahren ist, ist es kurzfristig erleichternd, wenn weniger körperliche Erregung auftritt. Also die Sorgen werden negativ verstärkt und ich sorge mich häufiger.
Außerdem, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, muss ich mich, solange ich mich sorge, möglicherweise nicht mit stärker belastenden Themen auseinandersetzen. Auch das erleichtert mich dann. Ich gehe damit zum Beispiel einem Konflikt aus dem Weg. Der Konflikt ist für mich erstmal was ganz Negatives. Ja? Also allein schon die Vorstellung ist für mich ganz schlimm. Dadurch, dass ich sorge, gehe ich nicht in den realen Konflikt und bin dadurch erleichtert. Also auch da wieder eine negative Verstärkung. Heißt ganz konkret, mich nervt es total, dass mein Partner jeden Abend weg ist und sich betrinkt. So. Solange ich mich darum sorge, was passiert jetzt mit der Beziehung, wenn es so weitergeht, was passiert jetzt mit der Beziehung, wenn ich das anspreche, oder was passiert mit der Gesundheit meines Partners, wenn der immer so weiter trinkt. Solange ich das mache, gehe ich nicht in den Konflikt rein und bleibe in dieser eher wenig körperlich aktivierenden, in diesem wenig körperlich aktivierten Zustand. Sorgen werden also durch die negative Verstärkung zunehmend eingesetzt. Eine Gewöhnung tritt aufgrund der fehlenden vollständigen Aktivierung der Furcht nicht ein. Also eine Gewöhnung tritt nicht statt. Das ist ja sehr schön. Also eine Gewöhnung, wie wir sie in vielen Angstbehandlungen finden, die ist nur möglich, wenn ich die Furchtstruktur komplett aktiviere. Also so gut wie möglich, dass ich halt die Bilder im Kopf habe, die schrecklichen Vorstellungen, dass ich die Angst deutlich spüre und dass ich stark körperlich erregt bin. Dann kommt es zu einer Gewöhnung, und bei Sorgen ist das ja nicht gegeben, es ist nicht komplett aktiviert, es fehlen die Bilder, es fehlt die ganz starke Angst, es fehlt die Körpererregung, und dementsprechend bleibt das. Da findet keine Habituation statt, das ist das Fremdwort dafür. Achtung, Menschen mit Traumastörungen, da ist was ganz anderes gefragt, da macht man was anderes. Da soll es nicht in Richtung Gewöhnung, sondern in Richtung Reintegration gehen. Anderes Thema. Okay, dann bei der Aufrechterhaltung sind die Kontrollstrategien und ihre negativen Wirkungen auf jeden Fall zu nennen. Eben hatten wir negative Verstärkung, jetzt die Kontrollstrategien. Da es zu keiner Gewöhnung an die Sorgen kommt, treten diese immer weiter auf. Und sie fühlen sich für den Betroffenen unkontrollierbar an. Das macht natürlich ordentlich Stress. Und es kommt dann zu den negativen Annahmen über die Sorgen. Ja? Sorgen über Sorgen, Metasorgen, wie man es auch immer nennen will. Meine Sorgen kosten mich die letzte Kraft. Ich stelle also fest, für mich habe ich das Gefühl, ich kann das gar nicht in den Griff bekommen, was da in meinem Kopf so vor sich geht. Also ich habe Sorgen, kriege die nicht in den Griff, und das bereitet mir weitere Sorgen. Wie soll das nur so weitergehen? Ich kann jetzt nicht mehr arbeiten und so fort. In der Folge versuche ich dann noch, die Sorge zu vermeiden. Zum Beispiel, einige Beispiele habe ich jetzt, durch Ablenkung. Die wirkt kurzfristig und führt dazu, dass man sich nicht mit den Sorgen auseinandersetzt. Die Vermeidung, zum Beispiel keine Nachrichten mehr hören. Informationen können aber langfristig selten vermieden werden. Also irgendwann werde ich mal wieder Nachrichten hören oder irgendwer wird mit mir über das Tagesgeschehen sprechen. Rückversichern, wie wir das hier in unserem Fallbeispiel gehabt haben, muss ich mir auch wirklich keine Sorgen um unsere Finanzen machen. Ich frage das 10-mal am Tag. Kurzfristig ist das wirksam. Die Sorgen kommen aber trotzdem wieder. Und häufig ist das natürlich eine sehr hohe Belastung für die Beziehung. Wenn ich meinen Partner 10-mal am Tag frage, liebst du mich noch, liebst du mich noch? Also irgendwann denkt er sich, also, jetzt reicht es auch mal. Ne? Dieses Rückversichern ist also sehr, sehr belastend und nur sehr kurzfristig wirksam. Dann, wenn man versucht, die Sorgen zu unterdrücken, haben wir wieder diesen blöden paradoxen Effekt der Gedankenunterdrückung. Stichwörter, der rosa Elefant, wenn man mal versucht, eine Minute aktiv nicht an einen rosa Elefanten zu denken, wird man feststellen, okay, der kommt immer und immer wieder, außer man lenkt sich halt ab. Also Gedankenunterdrückung führt eher zu einer Verstärkung der Gedanken, gerade wenn es belastende Gedanken sind. Naja, und dann gibt es natürlich die Selbstmedikation, zum Beispiel mit Alkohol oder mit Betäubungsmitteln. Probleme werden dadurch in der Regel häufig deutlich größer, sei es jetzt durch körperliche Schäden, sei es durch Abhängigkeit und Entzugssymptome, ja, oder finanzielle Belastung. Und letztlich kann man natürlich, wenn man sich betäubt, kann man auch nicht mit Problemen wirklich umgehen.
Also das funktioniert nicht. Jetzt nochmal abschließend so ein Teufelskreis, den ich ganz eindrücklich fand. Wir nehmen jetzt mal als Reiz Nachrichten über Autounfall und mein Partner ruft mich nicht an. Jetzt habe ich ja diese Verletzlichkeit von früher. Weil ich diese Verletzlichkeit habe, mache ich mir dann so viele, also deutlich mehr Sorgen als andere Menschen. Zum Beispiel, was ist denn eigentlich, wenn meinem Partner was passiert ist, was soll dann nur werden? Die Verletzlichkeit führt aber schon dazu, dass ich neutrale Reize sowieso als bedrohlich bewerte und auch eher auf Gefahrensignal schaue. Also mir fallen viel eher diese bedrohlichen Reize auf als einer normalen Person. So, durch die Sorgen wird meine anfängliche Erregung durch eine mögliche Vorstellung gesenkt. Ne, durch das Sorgen haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, sinkt die körperliche Erregung. Daher treten die Sorgen dann auch häufiger auf. Es findet keine Gewöhnung statt. Und ich mache mir Sorgen über die Sorgen. Ja, also da kommt, erstmal bleiben die Sorgen und die Sorgen wachsen. Die Sorgen machen mich krank, wie soll ich morgen arbeiten und so weiter. Also da wird es nochmal mehr. Dann versuche ich natürlich, Menschen sind ja nicht doof, versuchen das irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich mache Kontrollprozesse und Vermeidung, ich lenke mich ab, versuche Gedanken zu unterdrücken, versuche auch meinen Partner auf der Autobahn anzurufen und mich rückzuversichern. So, das führt auf der einen Seite wieder dazu, dass ich mich hier nicht gewöhnen kann und möglicherweise auch wieder feststelle, das funktioniert nicht. Ich mache mir noch mehr Sorgen. Und wir haben diesen blöden paradoxen Effekt der Gedankenunterdrückung, der die Sorgen dann auch nochmal eher anheizt. Im Buch ist das hier ein bisschen anders, dieser letzte Pfeil hier. Der zeigt auf die Reize. Das macht für mich keinen Sinn, dass hier durch die Kontrollprozesse und Vermeidung neue Reize entstehen. Also das, wo ist der Mausfall? Das würde dann hier so hochgehen. Habe ich nicht verstanden, warum das so sein soll. Ich habe das also hier an der Stelle für mich ein bisschen abgeändert. Für mich macht es viel Sinn, dass dadurch die Sorgen nochmal zunehmen. Das ist sozusagen so ein Teufelskreis der Aufrechterhaltung von Sorgen. Okay, was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich so eine blöde Erkrankung habe? Erstmal, wie immer, Informationsvermittlung. Dann wichtig, sehr wichtig, das Erarbeiten von Modell- und Behandlungslogik. Man kann natürlich die Sorgen hinterfragen und verstehen. Dann kann man auch hier, wie bei allen Angststörungen, in die Konfrontation gehen mit Abbau von Sicherheits- und Vermeidungsverhalten. Und dann gibt es noch die angewandte Entspannung. Die habe ich nirgendwo anders so entdeckt, scheint sehr spezifisch für die generalisierte Angststörung zu sein. Stelle ich kurz vor. Aber wir beginnen mit der Informationsvermittlung. Was ist eine generalisierte Angststörung? Es ist eine psychische Störung, heißt aber auch nicht völlig verrückt zu sein, ist behandelbar. Gerade bei so einer, gerade bei der generalisierten Angststörung ist es natürlich wichtig, dass wenn man darüber aufklärt, dass dann nicht gleich neue Sorgen entstehen. Ja? Wird sowieso passieren, aber dass man da ein bisschen gegenarbeitet. Auch hier nochmal gucken, was ist Angst eigentlich? Man kann sagen, Angst ist ziemlich sinnvoll und hat folgende Ebenen. Angst ist nicht gefährlich. Und dann sollte man, wie wir das so ein bisschen vorgestellt haben, mal gucken, wie ist eigentlich die Entstehung dieser Erkrankung, welche psychologischen, welche biologischen Verletzlichkeiten gab es, welche Auslöser gab es und wie ist die Aufrechterhaltung insbesondere zu erklären. Aufrechterhaltung hatten wir ja anhand dieses Modells gerade besprochen. Das wäre sozusagen das, was ich mir anschaue. Und ich schaue mir jetzt die einzelnen Punkte an, was kann ich da eigentlich ändern? Den Reiz von außen, den werde ich nicht ändern können, aber schon bei der Verletzlichkeit kann ich gewisse Dinge machen, zum Beispiel, dass ich mehr Sicherheit finde, zum Beispiel in der therapeutischen Beziehung. Ich kann auch die reale Gefährlichkeit von den Reizen mehr hinterfragen und ich kann auch überlegen, sind die positiven Annahmen über die Sorgen, Sorgen helfen, Sorgen bereiten mich vor, sind die wirklich gerechtfertigt? An der Stelle mit dieser negativen Verstärkung, Sorgen werden in Vorstellungsbilder umgewandelt, um eine emotionale Verarbeitung zu ermöglichen und die negative Verstärkung abzustellen. Also ich stelle mich tatsächlich eher diesen schlimmen Bildern und gewöhne mich dran und setze mich damit auseinander, anstatt dass ich über den Sorgenprozess versuche, da ein bisschen rauszukommen. So, keine Gewöhnung und Sorgen über Sorgen.
Gewöhnung an die Sorgen sollte also stattfinden und ich kann auch die negativen Annahmen über die Sorgen hinterfragen. Stimmt das, dass ich die überhaupt nicht beeinflussen kann? Wird man durch Sorgen verrückt? Und so weiter. Und was die Kontrollprozesse und Vermeidung angeht, das sollten wir natürlich nicht tun. Abbau von Kontrollprozessen und Konfrontation mit den Sorgen, zum Beispiel über Sorgenszenarien oder über gezielte Realitätschecks. So ein Sorgenszenario stelle ich nachher nochmal oder gleich ausführlich vor. So, hinterfragen und verstehen von Sorgen. Zum Beispiel, was wäre eigentlich, wenn der Partner einen Unfall hätte? Wie würde es da weitergehen? Muss das unbedingt tödlich laufen? Was würden Sie dann tun? Und so weiter. Wie wahrscheinlich ist eigentlich ein Autounfall? Wie wahrscheinlich sind die gravierenden Folgen? Folgen müsste ich rausschreiben. Dass man da lernt, sich anders mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen, wirklich das Ganze auf eine realistische Basis zu setzen, sich wirklich damit zu beschäftigen und abzuschätzen. Welche Erklärung gibt es noch, dass sich der Partner nicht meldet? Wie gefährlich schätzen Sie Sorgen eigentlich ein? Wie häufig haben Sie gehört, dass Menschen durch Sorgen völlig durchgedreht sind? Kennen Sie auch andere Leute, die sich viele Sorgen machen? Wie würden diese diesen Prozess bewerten? Glauben die auch, dass sie darüber wahnsinnig werden? Können Sie oder haben Sie schon mal gemerkt, dass andere den Sorgenprozess irgendwie beeinflussen können? Macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob ich im Bett liege, an die Decke starre und den Gedanken nachgehe oder ob ich sozusagen einen normalen Tagesablauf habe, einen Tagesrhythmus, eine Tagesstruktur? Es ist auch häufig hilfreich, ein Sorgentagebuch zu führen. Dabei geht es darum, die Sorgen wirklich erstmal zu bemerken, zu sammeln und zu verstehen. Und man kann dieses Sorgentagebuch später auch als Vorlage für das Sorgenszenario nutzen. Durch eine Konfrontation und die folgende Gewöhnung soll der Betroffene erkennen, dass das Rückversichern, Vermeiden und Kontrollieren unnötig sind. Nach einem Anstieg der Angst durch die Konfrontation kommt es zu einem Rückgang derselben, ohne dass sich die Reize wirklich ändern müssen. Die Beruhigung zeigt sich auf körperlicher, emotionaler und gedanklicher Ebene. Es werden auch Kontrollerfahrungen über die Sorgen gemacht. Also ich habe jetzt nicht den Partner auf der Autobahn angerufen, habe den Tag ganz normal weitergemacht und am Ende des Tages sind diese Sorgen tatsächlich zurückgegangen. Es gibt die Möglichkeit, Konfrontation in Sensu zu betreiben. Also wir hatten die Unterscheidung schon in, ich glaube, wo war denn das? In einer anderen Angststörung zwischen Konfrontation in Sensu und Konfrontation in Vivo. In Vivo würde bedeuten, sich tatsächlich den Dingen in der Realität zu stellen. Und in Sensu bedeutet in der Vorstellung. Und da haben wir das Sorgenszenario. Und das ist gerade bei der generalisierten Angststörung schon wichtig. Es wird eine bildhafte Vorstellung zum Thema erarbeitet, eine Art Drehbuch. Wichtig ist der Stichpunkt bildhaft, weil vorher war es ja nur so abstrakt in den Sorgen. Sinnvoll ist, eine belastende, aktuelle und häufig auftretende Sorge zu nehmen. Weil ansonsten ist es vielleicht ein bisschen leichter, heißt also ein bisschen Vermeidung. Und es soll sich ja auch lohnen, diesen anstrengenden Weg zu gehen. Die Sorge wird möglichst realistisch und konkret bis zum katastrophalen Ende ausgemalt. Bei mehreren katastrophalen Ausgängen können diese nacheinander bearbeitet werden. Der Betroffene soll in dieser Geschichte selbst auftauchen. Er ist also mittendrin im Geschehen und nicht irgendwie als Beobachter von außen. Hier ein Beispiel. Ich sitze im Wohnzimmer und warte darauf, dass mein Partner endlich anruft. Ich mache mir große Sorgen um ihn, dass etwas passiert sein könnte. Ich habe einen trockenen Mund, meine Finger schwitzen und mir ist schlecht. Die Wohnzimmercouch fühlt sich gar nicht wirklich an. Ich rieche das Leder. Ich höre deutlich das Ticken der Uhr an der Wand. Das Telefon klingelt und ich erschrecke mich ganz furchtbar. Ich melde mich mit meinem Namen. Und auf der anderen Seite meldet sich ein Polizeibeamter. Frau B., ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Ehemann bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Sie müssen bitte auf das Revier kommen. Ich merke, wie ich furchtbar bleich werde. Ich bin innerlich wie tot, aber in meinem Kopf tobt es. Mir rinnen Tränen über die Wangen und ich kann mich nicht mehr bewegen. Mit feuchten Händen halte ich den Hörer. Der Polizeibeamte fragt, ob ich noch da bin. Ich bekomme Panik. Ich kann nicht atmen.
Ich denke, dass ich durchdrehe. Dann rutscht mir der Hörer aus der Hand und ich fange furchtbar an zu schreien. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein Sorgenszenario. Ziel der Übung ist es, intensive Angst zu erleben. Kann man sich sicher vorstellen, wie das ist, so einen Text zu machen. Die Vorstellung wird nicht verlassen. Es findet auch keine Ablenkung statt. Die Übung ist erfolgreich, wenn die Angst stark auftritt und mit der Zeit in ihrer Intensität nachlässt. Es sollte also genügend Zeit eingeplant werden, mindestens einmal täglich eine Stunde. Ich finde das eigentlich ganz günstig, wenn man es mehrmals täglich macht. Aber man sollte wirklich einen großen Zeitraum einplanen, damit die Angst auch wirklich runtergehen kann. Die Vorstellungsübung wird immer wiederholt. Gegebenenfalls auch einzelne, besonders schlimme Sequenzen daraus. Also das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, das wird so lange durchgegangen, immer und immer wieder, bis die Angst deutlich runtergegangen ist. Man kann das übers Lesen machen, wenn man es aufgeschrieben hat, aber, und das finde ich eigentlich ganz praktisch, man kann das auch über eine Audioaufnahme machen. Der Therapeut kann das vorgelesen haben, das kann der Partner vorgelesen haben oder man selbst hat es eingesprochen. Das ist das Sorgenszenario. Dann gibt es die Konfrontation in vivo. Wie würde das eigentlich aussehen? Ja, wie gesagt, dabei stellt sich der Patient der Situation in realen Umständen. In unserem Beispiel könnte zum Beispiel das Telefon abgeschaltet werden über den ganzen Tag. Oder der Partner könnte aktiv gebeten werden, jetzt fahr mal einkaufen oder mach einen Ausflug, komm den Rest des Tages nicht wieder. Ich rufe nicht an, ich mache also keine Rückversicherung, ich lenke mich nicht ab. Ich vermeide das Thema nicht, ich stelle mir das also wirklich häufiger mal vor, ich mache kein Sicherheitsverhalten, was in dem Beispiel ja sowieso nicht wirklich möglich wäre. Ne, höchstens irgendwie, ich kontrolliere das Auto vorher, ob alles heile ist, das dürfte ich nicht machen. Und mit häufigem Üben verblassen die Ängste vor den Situationen jedes Mal ein wenig mehr, wenn man es geübt hat. Man gewöhnt sich also an das Restrisiko, was es ja tatsächlich gibt, wenn der Partner irgendwo hinfährt. Die Konfrontation ist eigentlich erst dann zu Ende, wenn die Angst deutlich gesunken ist, wenn man den Partner zum Einkaufen schickt und der kommt halt früher wieder. Ja, was soll man machen? Also es gibt auch gewisse Grenzen in der Therapie, wenn der andere sagt, nee, jetzt, also ich habe jetzt keine Lust mehr loszufahren, dann ist das so. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo das vielleicht ab und zu auch mal nicht funktioniert. So, und dann abschließend gibt es die angewandte Entspannung. Was ist das eigentlich? Ziel ist es zu lernen, in angstauslösenden Situationen in Sekundenschnelle zu entspannen. Dafür muss man aber zunächst lernen, das erste Anzeichen von Angst bewusst wahrzunehmen und auch Anspannung. Man muss es sehr, sehr schnell mitbekommen. Außerdem muss man lernen, wie man schnell in einen Zustand der Entspannung versetzt werden kann. Und das ist echt ein Punkt, der viel Übung verlangt. Es ist zwingend notwendig für diese Technik, dass zuerst gelernt wird, wie man in Sekundenschnelle entspannt. Ja, gab so schön den Vergleich im Buch, man fährt als Fahrschüler auch nicht gleich auf die wildeste Autobahn. Erstmal lernt man, wie kann ich das Auto beherrschen. Das Verfahren benötigt also viel Selbstdisziplin. Ne, gerade wenn man viel unter den Ängsten leidet und man weiß, das könnte hilfreich sein, man darf es noch nicht einsetzen. Man muss es wirklich erstmal deutlich üben, damit es wirksam sein kann. Also zunächst wird die progressive Muskelrelaxation oder progressive Muskelentspannung wirklich, wirklich gut gelernt, so dass man die Kurzform beherrscht. Im nächsten Schritt wird gelernt, die Muskeln ohne vorherige Anspannung in etwa 5 bis 7 Minuten zu entspannen. Dann wird ein Signalwort gewählt, bei dem man ohne Anspannung entspannt. Also man lernt sozusagen wirklich aktiv schnell entspannen und es wird dann gelernt, sich auch an nicht ruhigen Orten und nicht bequemen Lagen zu entspannen. Zum Beispiel soll es gelingen, während eines Telefonats oder beim Gehen zu entspannen oder wenn man in der S-Bahn sitzt oder wie auch immer. So, dann ist man schon ziemlich weit. Anschließend soll geübt werden, 15 bis 20 Mal am Tag so schnell wie möglich zu entspannen in unterschiedlichsten Situationen. Nach dem Hinweiswort wird auf die Atmung geachtet. Und das Ziel ist, innerhalb von 20 Sekunden zu entspannen. Und wenn man jetzt so weit gekommen ist, erst jetzt soll ich mich den ängstigenden bzw. belastenden Situationen mit Entspannung stellen.
Sobald das erste Anzeichen der Angst erkannt wird die Entspannung eingesetzt. Anhand der Angsthierarchie, die man vorher erstellt hat, also was ist für mich besonders schlimm und was ist eher wenig angstauslösend, werden diese angstauslösenden Situationen von unten nach oben durchgearbeitet und bewältigt. Das ist sozusagen die Idee der angewandten Entspannung. Und das ist auch das Ende bezüglich der Behandlung der generalisierten Angststörung, das Ende der Videoreihe. Ich hoffe, damit ein paar Anregungen, ein paar Informationen weitergegeben zu haben. Ich freue mich sehr, wenn es gefallen hat. Ich danke sehr fürs Interesse und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.